Hey alle zusammen, willkommen bei Grounded. Ja, gestern noch Forest und heute Grounded. Natürlich, warum wohl auch nicht? Und einmal rausstehen. Gut. Ja, wir sind hier in unserer neuen Base. Die ist direkt an der Vorgetränke, also da oben das Ganze. Und ja, wir haben ein bisschen rumprobiert mit den Seilrutschen. Es funktioniert super. Wir kommen also zum Sandkasten, in die Nähe von den Termiten und so weiter. Joa. Hi du. Na komm. Ja. Schick. Sehr schick. Juhu. Okay. Gut, ja, ansonsten, Marcel ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Marcel. Was geht? Oh, hey. Na, Kiffi. So. Das war übrigens Jay. Ja, Jay ist auch hier. Little Jay. Jo. Nein, das ist Merit und Jay war den du gerade gestreichelt hast. Ach nein, echt jetzt? Ich habe gerade auf Little Jay geguckt, als ich das sagte. Du hast Merit gesagt, als ich hier war, ganz genau. Und ja, Little Jay habe ich gesagt, Merit. Hier. Jung. Ja, aber der hier war, das war Jay. Ich sag, nein. Doch. Nein, du hast Merit. Dings hier, Jay, der hat eine rote Kappe auf. Die rote Kappe hat Jay. Diskutator. Mann. Ich hätte so gern einen Imperator statt einen Diskutator. Schau in deinen Video. Ja, wie auch immer. Ja. Komm da runter, du musst trinken. Ja, ich weiß das. Ich möchte aber trotzdem vorher noch was zeigen. So. Ja, das heißt hier, das da ist unsere Seilrutsche, die rüber geht zur Mauer, also in Richtung Termiten. Und da hinten, da ist sie, da. Das ist die Seilrutsche zu dem Sandkasten. Da wir diese diverse Sachen heute farmen müssen, würde ich sagen, ja, wir müssen mindestens eine davon benutzen. Und dann hier. Ja, komm. Ah. Na, komm. Ah, das ist ein bisschen schwierig, hier runterzukommen. Muss ich sagen. Nur für dich. Ah, jetzt. Nur für dich. Ah, Flamer. Ich baue es noch schellgerecht, keine Angst. Ich habe dir von Anfang an gesagt, das ist gar nicht so geschickt, wie es gebaut ist. Doch. Nein. Also ich komme damit klar. Ja, ich auch. Mhm. In dem Moment, wo es funktionieren soll, funktioniert es dann eben halt nicht so, wie ich es gerne hätte. So, ja, was will ich als erstes? Will ich eine Stechmückennadel bauen? Ist jetzt vom Schaden her nicht wirklich toll. Aber Geschwindigkeit ist extrem hoch, das ist sehr gut. Und herstellen und ausrüsten. Genau. So mache ich das. So, dann wollen wir gleich mal gucken, dass ich das Ding auch noch ein bisschen aufwerte. Mal schauen, wie viel wir da haben. Die möchte ich aufwerten. So. Jo, das haben wir. Verbessern. Oh ja. Ja, jetzt brauchen wir Quarzit. Aber egal, ich habe sie erstmal aufgewertet. Schaden plus 20. Dann wollen wir doch mal schauen. Was bringt unsere Nadel jetzt? Habe ich die schon ausgewählt? Nö, jetzt. Naja, immer noch nicht wirklich besser. Egal, das kommt noch. Wenn wir sie noch weiter verbessert haben. Der Vorteil dabei ist, ist das jetzt auch schon so? Ja, natürlich. Also ich kriege live zurück, wenn ich irgendwas haue. Also, selbst wenn ich ihn jetzt hauen würde, würde ich live kriegen. Würde man jetzt nicht sehen, weil ich Leben voll habe. Und jetzt müssen wir erstmal was trinken. Also ich zumindest. Wie das bei Marcel ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, auch. Ja, wir haben ja gerade geschlafen, also müssen wir beide was zu uns nehmen. Sozusagen. Hey. Trampolin ist weg. Verdammt. Ja, ich wollte nicht noch eins da bauen, also habe ich das einfach von unten genommen. Ja, klar, warum nicht? Kann man machen. Und da du immer rumweinst, weil du ein bisschen Aua hast. Was? Dörfleisch. Ja, das nehmen wir doch gleich mal. Jo. Noch ja, was? Aber einmal reicht nicht, ne? Du musst zweimal. Ja, ich weiß das. Essen. Dreimal sogar eigentlich, wenn es genau nimmst. Ja, stimmt, weil ja Dörfleisch. Dann musst du sogar vielleicht 4-5 Mal essen. Habe ich denn überhaupt noch was? Nee. Nee. Außer eine Rüstung, die ziemlich defekt ist hier drin. Hier, du dich umziehen, ich hol Essen. Nein, umgezogen bin ich, das passt.
Das bleibt drinne, das bleibt auch drinne. Ja. Für den Fall das. Gut. Ja, dann kannst du ja fix mit helfen, Essen holen. Ja, das sowieso. Na, hallo? Aber das können wir dann gleich drüben machen. Wenn wir rübergerodelt sind. Grill. Ich pack Zeug ein, um einen Grill zu bauen. Das können wir doch dort auch farmen. Das müssen wir doch nicht jetzt machen. Na, ich dachte, wir wollten Sandkasten erst. Ja, aber auch da laufen Läuse rum und so. Und der Grill? Irgendwo da in der Nähe haben wir einen Grill. Wenn nicht, dann haben wir das Zeug da. Es sei denn, du meinst jetzt den Grill direkt im Sandkasten. Ja, dann haben wir Probleme. Ja, deswegen sagte ich ja, Sachen für den Grill mitnehmen. Okay. Und Läuse habe ich eigentlich nicht im Sandkasten gesehen. Ja, eben auch nicht. Nein, aber davor. Davor, an der Seite. Ja, aber das gehen wir doch noch nicht hin. Nee. Das ist richtig. Also esse ich lieber jetzt mal kurz satt. Mal Moment, nochmal schnell die Öfen kontrollieren, ob alles raus ist. Ja. Sieht ganz gut aus. So. Okay, was brauchen wir denn für einen Grill? Ein Grill. Kiesel, Sprössling, trockener Grasbrocken. Okay. Ich würde sagen, am trockenen Grasbrocken wird es wahrscheinlich scheitern. Ja, dann guck mal in der Kiste, Freundchen. So, Moment, halt. Nochmal zurück. Nein! So, das wollte ich. 3 Sprösslinge, 4 Kiesel. So, na, komm. So. Kiesel 4. So, haben wir. Hier ist zumindest kein trockener Grasbrocken. Weiter gucken. Oh, cool. Das waren auch 4, oder? Ne, 3. Na, ist egal, ich nehme 4. Nein, ich nehme nur 3. Moment. So. Zeig doch, 3. Yay. Okay, ich habe alles dabei. Reichlich Platz in der Tasche habe ich eigentlich auch. Ja, kann man durchgehen lassen. Doch, doch. Ja. Ja. Gut, auf geht's. Ja, erst Sandkasten oder erst Termiten? Erst Sandkasten. Bin ein Nashornkäfer. Nee, Quatsch. Salz, dann noch ja. Material für unsere Wüstenrüstung. Ja. Wäre hilfreich. So, vorhin hat die Leiter nicht funktioniert. Mal gucken, ob sie jetzt geht. Und sie geht wieder nicht. Cool. Schön. Was? Die? Die geht doch. Nö, ich komme nicht hoch. No way. Also bei mir geht sie nicht. So. Tada. Jo, schön. Auf geht's. Yay. Halt. Zu spät. Jo, dann viel Spaß beim Laufen. Wieso? Sandkasten? Ach Mann, nein! Bin ja doch Mauer. Ich will irgendwie. Spring ab? Ach Mann! Ach, Wasser. Sehr gut. Mann, ey. Einmal mit Profis. Ja. Einmal. Aha. Die zum Sandkasten habe ich heute einmal gesehen, ganz kurz. Und ansonsten hatten wir uns damit beschäftigt, eine für zurückzubauen, die nicht ganz funktioniert hat. Und dementsprechend, hallo, der Herr? Du hast dich ja schon den ganzen Tag... Entschuldigung, habe gerade nicht zugehört. Nee, ist klar. Sozusagen wie immer. Wie bitte? Ja. Wie immer. Immer dasselbe mit dir. Jo. Boah, ich zieh dir das Trampolin da weg, wenn du da auflanden willst. Mhm. komm schon. Ja, man sieht, die Basis ist ziemlich groß hier an der Vorgetränke. Ja! Ich wollte gerade sagen, wir springen jetzt nicht auf die falsche Seite. Warum? Jetzt hätte er mal hochlaufen müssen. Jo.
Nur damit du Mecker-Opa was zu sagen hast. Genau. Mhm. Dann könnten wir die Folge in Hochlauf-Simulator umbenennen. Fuck. Oh Gott, jetzt geht das schon drauf, bevor wir da sind. Ja. Oh Mann. Ein bisschen ungeschickt gebaut hast du das, also ganz ehrlich. Das ist vollkommen in Ordnung. Nein, ist es nicht. Ich brauche doch nicht mal einen Gleiter, nur du. Na, das hat auch nicht so. Naja, egal. Obwohl. Ach, gar nicht schlecht. Natürlich. Doch. Hab ich super gemacht. Nee, der Abstand wird nicht größer, also bin ich genauso schnell wie du. So. Ja, eine kleine beschauliche Fahrt hier. Ja. Hat man auch nicht alle Tage. Prima. Durchaus, durchaus. Ja. Oh, eine riesige Fläche noch da hinten. Mal gucken, was sie da alles hinbauen. Naja, ich gehe davon aus, dass sie jetzt die Fläche da noch freigelassen haben. Naja, genau. Weil der Programmierer schon dran arbeiten. Also, denke ich, kommt da als nächstes was. Ja, ist auf jeden Fall anzunehmen, ne? Es ist auf jeden Fall anzunehmen. Ich würde, dass jetzt der Holzschuppen eher gemacht wird. Sagen wir es mal so, wir sind ja eigentlich schon da bei dem Holzschuppen. Auch jetzt mit dem Terrassentisch und so weiter am Gange. Also es wäre eigentlich sinnvoll. Es wäre echt sinnvoll. Würde sich eher anbieten. Aber ja, natürlich. Ich nehme an, das ist das Nachbarhaus und da hinten auch. Ja, Nachbarhäuser. Ja. Theoretisch ist das das Haus, was hier zugehört. Ja, das für die Krönung am Ende denn. In dem Haus. Ja, schauen wir mal. Wie viele Gleiter hast du eigentlich noch? Ne? Ja. Also ich habe ein Viertel, na, sagen wir lieber ein Drittel und einen ganzen habe ich noch. Also ich denke, ich komme erstmal klar. Also meiner ist rot, das war's. Nö, ich habe noch. Ich habe leider keinen zweiten, also Ersatz, den ich dir geben kann. Eine schöne, beschauliche Fahrt hier auf jeden Fall. Nicht so wild. Nö, definitiv nicht. Ja, und hinten am Tisch, wie man sieht. Wow, verdammt. Blöde Biene. Ich sag ja, diese Viecher kommen aus der Hölle. Mindestens. Aber momentan hat sie kein Aggro, das ist gut. Also Vorteil, weil sonst müsste ich den Rest doch noch laufen. Hätte ich jetzt auch nicht so richtig Bock drauf. Ja, aber das von einer Biene runterschlagen, das kennst du ja schon. Ja, ja, du allerdings auch. Ja. Das kennen wir nämlich beide. Als wir nämlich vom Tisch zur Base zurück wollten, hat eigentlich soweit so gut super funktioniert, wenn die Bienen nicht gewesen wären. Naja. Ja, die ersten Versuche waren zu nah am Bienenkorb. Oh ja. Oder Bienennest. Ja, ich glaube, Nest nennt man das, ne? Ja, Nest. Genau. Und Porte zur Hölle. Geht auch. Boah. Kann man so und so sehen jetzt. Okay. Deine Wüstenrüstung hast du aber auch an, ja? Ja, natürlich habe ich die an. Hallo? Ja, muss ja auch fahren bei dir. Uiuiui. Uiuiuiuiui. Marcel. Du trägst doch schon eine Brille. Hm. Ja, sicher ist sicher. Kann man so nicht sehen. Zack. Ja, salzige Brocken. Das ist auf jeden Fall Hauptziel. Und Ameisenlöwen bräuchten wir allerdings auch noch ein paar. Ja. Und schwarze Ameisen. Ja, gut. Wäre hilfreich. Ich hab doch hier einen Tropfen gesehen. Ja, normalerweise müsste hier irgendwo einer sein, ja. Ach, da oben. Nein. Den Tropfen finde ich jetzt nicht so interessant. Eigentlich eher irgendwie, dass wir was zu essen machen. Komm her. Was? Ja. Ja. Da im Wasser. Boah. Gut. Beeil dich, ich bin gleich schlecht. Jojo. Geht los. Da haben wir es.
I'd eat this normally. Jo, voll. Oh. Was? Alles klar. Oh, da ist auch noch Tropfen. Da komme ich ja nie dran. Doch, doch. Ah, nee, das... Nein, Content-Stretching mache ich nicht. Nix da. Nein. Dann nimm den hier. Oder würde der aufs Land landen? Oh ja. Ja, gut, dann warte, den hau ich und du fängst ihn dann mit dem Mund auf. Ja, zum Beispiel. Ready? Jo, auf geht's. Hab ich oder hab ich nicht? Muss es zum Durst sehen. Also ich würde sagen, das hat sich nicht viel geändert. Also irgendwie hat es nicht ganz geklappt, obwohl ich ihn hatte. Tja, schade eigentlich. Schade. Egal, komm, Ameisenlöwen holen. Hopp, 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 hopp. Na. Komm, gesagt, da haben wir ihn schon. Blocken. Ja, ja, ich bin doch schon dabei. Na, komm. Na, wunderbar. Ach ja. Oh, verdammt. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ausdauer weg. Na. Ja, lex me. Gibt's doch wohl nicht. Bleibst du stehen? Mistsau. Na also. Komm, nächste. Hey. Gib mir bitte meinen Pfeil wieder zurück. Was? Echt jetzt? Oh. Ja, der ist jetzt nicht hier gelandet, also müsstest du meinen Pfeil. Ja, haben. Definitiv. Bin ich wohl drüber gelaufen, na ja. So. Achso. Ah. Lass mal hier rein. Das ist Ameisen noch, ne? Ja, aber haben wir hier. Ah, ne, salzige Brocken sind hier nicht. Okay, okay, okay. Okay. Na gut. Ja, Nashornkäfer brauchen wir auf jeden Fall auch. Hier habe ich übrigens eine schwarze Ameise gerade. Ja, ich hol fix hier so ein Katzdings. Ah! Ja, ist auf jeden Fall sehr praktisch, dass man hier auch noch Heilung kriegt. Hihi. Komm. Das auf jeden Fall. Na, ich brauche ein bisschen Ausdauer, das läuft so nicht. Na, lässt du das? Ey, ey, ey. Drecksau. Also. Uff. Ne, ist mal hier. Ne, wo bist du? Ah, da unten. Komm, lass uns runter. Au! Ja, ich hab's gesehen. Das war unfair. Ganz klar. Blocken, blocken. Na komm, ah. Boah, komm schon. Nein, oh. Nee, hat er nicht, alles klar. Oh, jetzt doch, Mist. Komm, komm, komm. Au, 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 au. Egal. Also. Boah. Okay, warte, ich trinke noch schnell was. Hey. Nein, ich habe meine Flasche nicht voll gemacht. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Schlecht vorbereitet. Wieso bitte hat dieser Ameisenlöwe viel weniger Life wie der andere? Das scheint so ein Torwächter zu sein da oben. So, gib mal deine gute Trinkflasche her. Jo. Du meinst die Vierer? Ja. Jo, liegt da. Und da liegt meine volle. Deine volle, okay. I mean, this is probably what bottled water is. Voll im Stress gewesen. Halt, Moment. Wo sind die salzigen Brocken? Jetzt sag mir nicht, wir haben keine. Loch. Fuck. Ernsthaft. Boah, falsches Loch, ey. Klasse. Das ist aber ganz schön von hinten. So, da unten nehmen wir den. Los.
Rein da. Ah. Das war ja clever. Okay. So, komm. Hm. Komm. Fuck. Oh, ich komme. Nee, hau ihn. Ja, gleich. Jetzt. Au. Wie viel Zeit ist noch? 20. Okay. Oh nein! Das war nicht klug. So. Wer von uns beiden rennt? Ich. Oh. Ja, wir werden beide laufen müssen. Sieht ganz so aus, ja. Naja. Schade eigentlich. Schade. Das war zu gut gemeint. Mann. Wie ich das hasse. Okay. Dann machen wir noch einmal die beschauliche Fahrt. Ja. Na komm, hoch da. Hey. Komm, hoch. Na also. Prima. Und geschafft. Ui. Hm? Oh. Nice. Dafür sehen wir den Raben. Hallo. Hallo. Schick. Ja. Ja, haben sie gut gemacht. Ja. Gleich erstmal ein paar Screens gemacht hier. Zack. Und Zack. Einer geht noch. Ui. Zack. Jo. Ganz easy hoch. Ja, mit ein, zweimal üben und so weiter, es wird ja dann auch besser. Sozusagen erstmal dahinter kommen, was du dir dabei gedacht hast. Das sieht man doch. Ja, nee, du hast zwei auf einer Seite gebaut, so wie es ja richtig ist. Und einen musst du unbedingt woanders bauen, also schade. Schade. Ja, ging halt anders nicht. Ja doch. Hätte ich auf derselben Höhe gemacht, dann wärst du da hingeknallt. Nein, eine Grasplatte, nochmal in die Richtung der anderen und dann das Trampolin oben drauf stellen. Dann wärst du komplett in einer Richtung. Das würde viel besser laufen, doch. 100%. Gesundheit. Hätte ich jetzt, warte mal, Husten. Hätte ich da jetzt aber die Grasplatte auf derselben Höhe gemacht, also in der Reihe. Nein, nur von da, wo das Trampolin das letzte draufsteht. Nochmal eine Grasplatte in Richtung der anderen. Ne? Ach so. Dann hättest du zwei dort gehabt, das Trampolin dort drauf. Dann wäre alles in einer Richtung gewesen. Brauchst du nur rechts, links, sozusagen. Also einmal zu viel links. Wäre aber cooler gewesen. Wäre cooler. Das heißt, da gibt es Nachbesserungspotenzial. Ja, was? Wie? Weniger Eierschaukel, mehr in Graune bauen kommen. Weißt du? Dann kannst du reden. So, so. Und was war der Typ? Ja, ich muss dich ja immer auf die Fehler hinweisen, weißt du? Das ist ja echt schlimm. Wisst ihr, Leute? Ich musste mir erstmal harte Brust nehmen, dass er endlich mal mit anfängt, hier zu farmen, ne? Und jetzt kommt er mir mit so Sachen. Du hast eine Brust, ist? Ja. Welches Körbchen? Sterben. Mhm. Extra large wahrscheinlich. Extra hart. Mhm. Ja, mit der Eiche, da muss uns auch noch was einfallen. Ja. Definitiv. Ja.
Oh ja, mein Gleiter muss ich auch auswechseln gleich, ja. Ich habe mir gerade noch einen Ersatz geholt. Ja, ich nicht. Nicht trödeln, gleich rüber. Also, ich habe nicht getrödelt. Ja, trotz Holen bin ich immer noch hier der Erste, ne? Ja, genau. Genau. Also, das kannst du jetzt wohl überhaupt nicht mehr leugnen. Nein. Du süßt mich von vorne. Wer sagt das? Tja. Die Verandatreppe sieht man. Da ist garantiert auch die Möglichkeit, dass man hochkommt. Aber. Ja, klar, siehst du doch links. Nein, ich meine. Ne, du hast nicht zugehört. Doch, Verandatreppe. Ja. Dass man garantiert auch die Möglichkeit, da hochzukommen. Nur die Frage ist, ist das jetzt überhaupt sinnvoll? Oder jetzt irgendwann? Das siehst du doch, dass die Möglichkeit da ist. Aber es ist doch nicht sinnvoll gerade. Du musst auch ganz zuhören. So. Hab ich. Hast du nicht? Du hast aber gesagt, es gibt bestimmt, bestimmt, das heißt, du bist dir nicht sicher. Aber man sieht es, dass man sich sicher sein kann, dass du da hochkommst. Ja, es macht aber keinen Sinn. Das ist ja egal. Doch, es ist nicht egal. Es ist egal. Ah, nein. Aua. Fuck. Oh nein, ich kann gerade nicht austauschen. Verdammt. So, ich hole mir erstmal einen Sack. Aha, gute Idee. Verdammt. Verdammt. Jo, praktisch. Ey, ich stehe hier oben und krieg auch Schaden, ey. Das gibt's doch wohl nicht. Dieses Pennervieh, ey. So. Ja. So. Na? Unterlasse er dieses. Komm. Okay. Hat er dich wieder erwischt? Ja, wir sind rund um da. Na? Au! Also, das ist neu. Was ist neu? Diese Kreisbewegung? Die Kreisbewegung? Ja. Das wäre mir jetzt so auch nicht bewusst. Aber den haben wir gleich. Ja. Endlich. Penner. Gibt's doch wohl nicht. Ja, Salz. Ja, okay. Zur Sicherheit nehme ich trotzdem jetzt nochmal schnell einen Verband. Ach, der Rest noch. So, blöd, ich hab gleich Hunger und du hast mein ganzes Fressen gefressen. Hab ich nicht. Ja, es war doch sowieso fast kaputt. Oh, noch einer. Komm. Prima. Ja, aber guck mal, was das Blöde hier ist. Was? Was meinst du? Das siehst du auch, oder? Oh. Okay, das wird weniger Salz. Haha. Ja, ich sehe es. Ich kann, sah und traute meinen Augen nicht. Klasse. Hydration is the key to performance. Okay. Oh, hier ist noch einer. Wie? So ein Käfer? Ja. Mal, hau ich da überhaupt drauf? Was ist hier los? Warte, ich bin gleich da. So. Quatsch, was meinst du da? So. Okay. Aber wieso bist du jetzt hier da hinten? Bist du da einfach durchgelaufen? Ja. Schön. Gut, keinen Schaden gekriegt. Yay.
Keine Aussagen mehr. Na. Na, ausdauertechnisch sieht es nicht so schlecht aus, aber auch nicht gut. Also kann man jetzt echt nicht sagen. Meine ist der Hälfte runter. Ja. Das ist die zweite Höhle hier, oder? Wieso? Wie meinst du? Na, es sind wieder zwei Höhlen. Ja. Also hier ist... Oh. Nein! Lauf! Ah ja. Ah, erst was oder du stirbst. Toll. Ja. Ich renne mal kurz nach draußen. Was? Ich renne kurz nach draußen, gucken, ob ich was zu essen kriege. Jo. Ah, falsches Seil. Jetzt hack doch da auf das Ding. Weil in 100 Sekunden bin ich tot. Na also. Oh, das ist schlecht. Jo. Also richtig schlecht. Ja. Hm. Das wäre gar nicht gut. Ja, dann lass uns doch auf den Sandkasten schnell drauf, wenn es noch geht, und was besorgen unten. Ja, so schnell geht das nicht. Ja, frisst er halt roh oder. Ah, ne Wolfi. Wow. Irgendwelche Pilze wird es doch auf die Schnelle geben da unten. Stimmt, Pilz. Jo. Bedeutet aber auch, dass ich den Ameisenlöwenbums hier nicht benutze, nicht verhaue. Ah, verdammt. Na gut, dann da lang. Au! 40 Sekunden und ey, das mit einer halben Ausdauer. Boah, ich wusste nicht mein Essen gegeben. Ja, ja, ja. Da ist ein Keks. Oh, 30 Sekunden und das ist so ein Scheißvieh hier. Na super. Okay. Oha. Au. Na super. Na super. Nein. Was denn? Bin tot. Du auch? Oh nein. Ja, ich hatte keine Ausdauer mehr für den Krieg. Ja, ja, ja. Dirk, alles okay. Es. Was? Du läufst, weil du hast mein Essen aufgefordert. Öl. Ah, nee, du kannst mich eh nicht mehr aufheben. Verdammt. Nö, 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 das klappt nicht. Das klappt nicht. Aber da wir hier sind. Ich glaube, mein Schild ist wieder fast. Wir können auch gleich mal fix schlafen. Feeling a little low energy. Hm? Need to recharge. Gut. I don't have a death wish. Dann lass uns auch gleich die Wasser. Wasser. Gleich ein bisschen was trinken, logischerweise. Und meine Wasserflaschen voll machen. Ja, schön wär's. Aha, ja, die sind ja nur drüben. Ich muss mein Schild reparieren. Wie sieht mein Schild aus? Ja, nicht so gut. Toll, kann ich nicht. Schwarze Ameisenbrocken? Ja. Hm. Ja, auf jeden Fall mein Stechmückenbums ist auch fast leer. Kaputt. Stechmückennadel, so jetzt habe ich's. Ja, das ist der kleine Nachteil bei dem, aber dafür ist er halt umso cooler. Ja. Also nützlicher gesagt. Ja, es ist praktisch. Es ist echt praktisch. So, kannst du wissen, jetzt gehe ich mir hier erstmal ein paar Viecher kloppen und nehme die mit. Jo. Oh, da ist eine Feder. Aber die Feder lasse ich da jetzt liegen. Die Feder lasse ich jetzt liegen. Ja, Reparatur. Genau. Achso, geht ja sowieso nicht. Quatsch. So.
Gut. Die Nadel ist wieder in Ordnung. Mal gucken, wie es hier aussieht. Doch, probieren. Ja. Obwohl, nee. Zu früh. Hängt da oben irgendwas? Nee. Laufen hier oben welche rum? Wie, jetzt kommt die Infizierte. Doch, der bringt was. Immerhin. Geht ja nicht anders. So, und ob wir es schaffen, unsere Rucksäcke zu kriegen und die weite Reise überleben? Mit Sicherheit. Erfahrt ihr wohl oder übel in der nächsten Folge? Ja, so sehe ich das nämlich auch. Denn das dauert mir jetzt zu lange. Das heißt, mit anderen Worten, das zeigen wir euch in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.